Herzlich willkommen zu einer Reportage über die Szene der elektronischen Musik in Israel. Sebastian Meissner hat das Land nicht zum ersten Mal besucht und mit zahlreichen israelischen und palästinensischen Akteuren gesprochen. Sebastian Meissner, Szene Israel. So the original commission for this piece was under the title of Stabat Mater, which is the Catholic hymn of Maria's mourning for Jesus. Diese Arbeit ist eine Interpretation der katholischen Hymne Stabat Mater, die vom Schmerz Marias über den Tod Jesu erzählt. Ich habe das zweiminütige Klagelied auf 50 Minuten ausgedehnt, indem ich jede Silbe, jeden Vokal zu einem atemlangen Stimmton öffne und dann mit den Klangdetails dahinter spiele. And inside every syllable or every vowel there is plenty of detail in the sound. Tomer Adamski ist für ihre Performances in einer wiedererbauten Potsdamer Kirche aus Jerusalem angereist. Seit über 5 Jahren kooperiert sie mit der Tel Aviver Choreografin Jasmin Goder. Ihr Tanztheaterstück, das im Juni 2018 3-mal in Potsdam aufgeführt wurde, heißt Simple Action. Using also a drone instrument to support the vocals. Zur Gesangsbegleitung spiele ich eine Shruti-Box. Das ist ein indisches Musikinstrument zur Erzeugung von Bordun-Tönen. Sie kommt eigentlich aus dem Westen, aber nach langer Reise ist sie in Asien gelandet. Heute wird das Instrument von westlichen Komponisten aus den Bereichen Neue Musik und Elektroakustik wiederentdeckt. I'm just feeling like there's a little Mongolian kid living inside of me and I'm talking to him to come out. Wenn ich das Stück aufführe, fühlt es sich so an, als ob ein kleiner mongolischer Junge in mir schlummert. And sometimes he just comes out. Gelegentlich schaffe ich es auch, ihn aus mir herauszulocken. But sometimes he doesn't come out, so you can never know. 2011 beschließt Tomer eher zufällig, sich im Fachbereich Neue Musik an der Jerusalemer Kunsthochschule Musrara einzuschreiben. I grew up in a kibbutz in the north, in a very patriotic area of Israel. Ich bin in einem Kibbutz im Norden aufgewachsen. Valley of Israel, so heißt die Gegend. Very agricultural, hardworking kind of people. Eine sehr patriotische Ecke Israels. Dort leben hart arbeitende Menschen, die sich fast ausschließlich von der Landwirtschaft ernähren. Und genauso wurde ich erzogen. Ich wusste nicht einmal, dass solche Musik existiert. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es dort langweilig ist. Erst als ich mich an der Musrara-Schule in Jerusalem immatrikulierte, öffneten sich die Dinge für mich. That's when it opened up, like, practically for me, like, okay. Für Tomer ist es wie ein Befreiungsschlag, als sie realisiert, dass sie kein Musikinstrument beherrschen muss, um sich kreativ mit Tönen auszudrücken. Kontaktmikrofone und mobile Aufnahmegeräte haben meine Arbeitsweise komplett verändert. Ich habe mich regelrecht in sie verliebt. Auf einmal war alles möglich. Being able to record whatever and being able to amplify whatever. Mit diesen Werkzeugen konnte ich einfach jeden Klang aufnehmen und nach Belieben verstärken. Yeah, I like synthesizers as well, but I don't need them. Als Tomer kurze Zeit später ihre Partner Marco Milewski und Eja Lalibiton kennenlernt, gründen die drei gleich mehrere interdisziplinäre Arbeitsplattformen. Seit Jahren schon wohnen, leben und arbeiten sie gemeinsam unter einem Dach. Excessive Productions ist der Name des übergeordneten Kollektivs. Ihre interaktiven Klanginstallationen aus Metallteilen, die sie auf Schrotthalden finden, firmieren, benannt nach einem Jerusalemer Geschäft für Metallschrauben, unter dem Label Omfa Borek. And then there's Wackelkontakt, which is the, und dann ist da noch Wackelkontakt. Das ist unsere audiovisuelle Band, mit der wir auf Tour gehen.
Aber das, was immer im Zentrum unserer Aktivitäten steht, ist ein Gefühl der Gemeinschaft. Wir drei zusammen sind schon so ein Ding. Tomers, Markus und Eyals Aktivitäten sind eng mit dem Club Strauss verflochten. In einem Hinterhaus im ultraorthodoxen Stadtviertel Mea Sharim befindet sich der Treffpunkt, der gleichzeitig als Proberaum, Galerie und Tattoo-Studio dient. Der Club bildet das Zentrum einer kleinen, verschworenen Community, die sich mit ihrer säkularen, unangepassten Lebensweise der fortschreitenden Frömmigkeit Jerusalems widersetzt. Die Besucher, die zu den Veranstaltungen im Strauss Club kommen, sind im Schnitt Mitte 20 bis Anfang 40 Jahre alt. When we play in Jerusalem, we play to these people. Wenn wir in Jerusalem auftreten, dann spielen wir für genau diese Leute. Wir nehmen uns dabei nicht immer ganz ernst und spielen mit unseren Identitäten. Wer oder was sind wir eigentlich? Wir lösen diese Fragen nie ganz auf. Gibt es so etwas wie einen ureigenen Sound des Jerusalemer Undergrounds? Etwas, das sonst nirgendwo zu finden ist? Für mich sind das die akustischen Klischees dieser Stadt, die in Kompositionen landen können. Es ist der Ruf des Muezzins oder der Klang des Schabbathorns. Jeden Freitag, 40 Minuten vor Sonnenuntergang, ertönt in Jerusalem eine Sirene. Sie kündigt den Beginn des Schabbats an. Für die religiösen Bewohner der Stadt ist es die Aufforderung, die Arbeit niederzulegen und ihre Geschäfte zu schließen. Die Straßen der Stadt leeren sich dann zügig. Öffentliche Verkehrsmittel stellen den Betrieb ein. Auf den Straßen sind kaum noch Autos zu sehen. Everybody wants to sample a Shabbat horn. I love Shabbat horns. They sound amazing, you know? And muezzin too. Es sind Klischees. Aber seien wir doch mal ehrlich. Alle wollen das verdammte Shabbat horn samplen. Ich liebe diesen Klang. Und auch den Klang des Muezzins. Und wenn 20 Muezzins gleichzeitig erklingen, dann hört sich das fantastisch an. Du musst das einfach aufzeichnen. Yeah, but it's a cliche, but it's okay to use clichés. Bei der Klangintervention Hamavdil geht es weniger um Klischees als um die Verbannung arabisch-jüdischer Musiktraditionen aus der öffentlichen Wahrnehmung in Jerusalem. Um dies zu verdeutlichen, montierten Amir Boltzmann und das Künstlerkollektiv Salamanca 4 Lautsprecher auf eine temporäre Turmkonstruktion, die sich im wohlhabenden, ehemals arabisch-christlichen Viertel Talbiya befindet. Ich befasse mich intensiv mit diesen Hornlautsprechern, die das Gebet des Muezzins verstärken. Ich habe 8 Stück zu Hause. Anstelle der Stimme eines Muezzins spielen die Künstler das jüdische Haftala-Gebet über die Lautsprecheranlage ab, das sonst das Ende des Schabbats markiert. Die von Amir Boltzmann und Salamanca verwendete Version basiert jedoch auf der Musiktradition der Juden des Nahen und Mittleren Ostens. Diese Gesangstradition basiert auf dem Makam, einem System melodischer Modi aus der traditionellen arabischen und persischen Musik. Ich habe den Klang noch etwas nachjustiert und dann spielten wir das Lied in der Lautstärke, in der normalerweise der Ruf des Muezzins über der Stadt erklingt. Heute werden das Arabische und das Jüdische oft als Gegensätze interpretiert.
Doch die Juden, Christen und Moslems des Nahen und Mittleren Ostens pflegten jahrhundertelang ein gemeinsames kulturelles Erbe. Sprache, Kleidungsstil und musikalische Traditionen waren Merkmale, die Menschen über religiöse Grenzen hinweg einten. Was sind die herrschenden Vorstellungen von Identität? Wie leicht lassen sich ihre Grenzen verschieben? Das sind die Fragen, die Amir Boltzmann, Lea Mauers und Diego Rottmann beschäftigen. And it was in a neighborhood that is totally Jewish. So people were really confused by this. Unsere Klangintervention fand in einem sehr jüdischen Stadtteil von Jerusalem statt. Die Passanten waren zuerst komplett irritiert. Es war interessant zu beobachten, dass sie das Gehörte aufgrund der Melodie und der Klangqualität automatisch als den Ruf eines Muezzins einordneten. Es hat etwa 20 Sekunden gedauert, bis sie die Sprache als Hebräisch identifizierten. They were relaxed. Und dann entspannten sie sich auch wieder. They tried to pass a law to make it quieter, because it's a kind of a political statement. In Israel wird gerade versucht, ein Gesetz zu verabschieden, das den Ruf des Muezzins stark einschränken soll. Denn es ist ja auch ein politisches Statement. Hier in Jerusalem kann man sich diesem Klang nicht entziehen. Wir hören hier den Ruf des Muezzins ja überall. Und ich finde ihn auch wirklich wunderschön. But in Jerusalem you hear it everywhere. It's really beautiful. Amir ist 1985 in Brasilien geboren. Als er an der Musrara School of Arts zu studieren begann, wusste auch er nur wenig über elektronische Musik. Er lernte den Aufbau von Synthesizern schon bald zu beherrschen und auch, wie Musiksoftware programmiert wird. Seit seinem Abschluss komponiert er für Tanz- und Theaterstücke und verdient seinen Lebensunterhalt als Musiklehrer. I felt a little bit stuck professionally. I saw my limitations already. Kreativ gesehen steckte ich irgendwie fest. Die Grenzen meines Know-hows zeichneten sich schon ab. Und mir war klar, dass ich versacken würde, wenn ich hier bin. Wie viele andere israelische Künstler, die mit Klang und elektronischer Musik arbeiten, entschließt sich auch Amir Boltzmann, am Institute of Sonology in Den Haag zu studieren. Ursprünglich will er ein Jahr in Holland bleiben. Doch es vergehen 5 Jahre, ehe er wieder nach Jerusalem zurückkehrt. Ausschnitt aus Amir Boltzmanns Kapara Manishama. Auf Deutsch, Süßer, wie geht's? Heute unterrichtet Amir selbst an der Musrara-Schule und kuratiert sporadisch Konzertreihen an spezifischen Orten. Er ist enttäuscht darüber, wie wenig sich Tel Aviver Fans experimenteller Musik für Veranstaltungen in Jerusalem interessieren. They even don't want to come here. I do events here when I curate and I get money sometimes. Wenn ich hier in Jerusalem mal eine Veranstaltung kuratiere, wollen die meisten Leute aus Tel Aviv einfach nicht hierher kommen. Sogar, wenn ich den Künstlern eine Gage für ihren Auftritt anbieten kann. Sie fühlen sich in Jerusalem einfach unwohl. Even then there's like, oh, I need to come to Jerusalem. I don't feel comfortable here. Tel Aviv und Jerusalem trennt eine 45-minütige Autofahrt. Doch die Kluft zwischen beiden Städten könnte kaum größer sein. Tel Aviv als die säkulare, nie zur Ruhe kommende Mittelmeermetropole einerseits und das fragmentierte Jerusalem mit seiner stetig wachsenden Religiosität andererseits. Jerusalem is the face of the future of this country for bad or for good, you know? Die Leute aus Tel Aviv sagen, ich fühle mich hier unwohl, unter Druck gesetzt. Darauf antworte ich, Jerusalem trägt das Gesicht der Zukunft dieses Landes auf Gedeih und Verderb. Here you are a minority, yes. You are not in Tel Aviv. This is not Europe. You're not. Hier bist du eben als Säkularer in der Minderheit. Tel Aviv, you feel good. Nein, das hier ist nicht Tel Aviv. Das hier ist nicht Europa. Here you can feel good also, but
Aber trotzdem kannst du dich hier wohlfühlen, denn Jerusalem ist eine wirklich pluralistische Stadt. This is a real pluralistic city. We need to find a way to communicate with each other, even if we don't agree, and people are doing it. Hier müssen wir die Kommunikation miteinander jeden Tag aufs Neue erproben. Manchmal gibt es auch Tote, aber die meiste Zeit eben nicht. Das sollten wir als Erfolg werten. Sometimes they kill each other, but most of the time they're not. So this is a huge success. This is my studio. It's called Studio 8 in Tel Aviv, Carmel Market. Das hier ist mein Tonstudio. Es heißt Studio 8. Wir sind hier in Tel Aviv, direkt am Carmel Market. Ich fahre gerade meine Festplatten runter. Just closing down the hard disks. Ranz Lavin spielte früher in der Rockband Rir, bevor er Ende der 90er Jahre zu elektronischen Musik kam. Neben seinem musikalischen Werk kreiert er experimentelle Videoclips und audiovisuelle Installationen. Dieses Jahr kam sein zweiter Spielfilm Call for Dreams raus. Mit surrealen Bildern und einer komplizierten Handlung, die mich an David Lynch denken lässt. Fühlst du dich mit jemandem in Israel künstlerisch verbunden, frage ich ihn. I don't feel connected to anyone here. I mean, to any output. No, I mean, I'm not in dialogue with any musical, which is mainly done here locally. Ich fühle mich mit niemandem hier verbunden. Ich stehe in keinem künstlerischen Dialog mit dem, was hier lokal entsteht. Die Musik war schon immer in allererster Linie global. Musik ist kulturübergreifend und kennt keine Grenzen. Du kannst mit jedem Musikstil in einen Dialog treten und dich dabei in jedem neuen Track aufs Neue erfinden. Ran veröffentlicht seine Musik seit 14 Jahren fast ausschließlich für das portugiesische Label Chronica, wo 6 seiner Alben und zahlreiche andere Werke erschienen sind. Ich harre hier einfach aus in meinem Studio und mache mein eigenes Ding. Während wir uns in Rans Studio unterhalten, wird an vielen Orten Tel Avivs gefeiert. Israel hat den großen Preis der Eurovision gewonnen. Menschen mit übergroßen Nationalfahnen tanzen, manche springen vor Freude in Springbrunnen. In Jerusalem hingegen wurde heute die neue US-Botschaft feierlich eröffnet. Und am Grenzzaun zum Gazastreifen wurden 60 Demonstranten von Scharfschützen der israelischen Armee niedergeschossen. Es sind nur 60 Kilometer von Rans Tonstudio nach Gaza und ebenfalls nur 60 Kilometer nach Jerusalem. The last one I had released called Digital Junkies in Strange Times. That one actually evolved from a live session I did in a local radio station. 2017 ist Rans letztes Album erschienen, Digital Junkies in Strange Times, und zwar nur in digitalen Formaten. Als kostenloser Download oder Stream. I was invited by a radio station called Khalas.am, which is kind of an art radio station operating from Chulon, which is a small city next to Tel Aviv. Es basiert auf einer frei improvisierten Live-Session, die Ran für den Radiosender Khalas AM aufgenommen hat. I came to the studio, just plugged in, I brought my organ with me, some files and stuff, and basically just completely spontaneously jammed. Die Studios der Radiostation befinden sich in der Nachbarstadt Holon. Die Produktion war Teil von Ofir Ilzetskis Sendereihe Experimental Israel, die in 60 Folgen die Klangarbeiten unkonventionell arbeitender Klangkünstler aus Israel dokumentierte. And it was recorded and we just thought it was beautiful. Something I wanted to do for a long time was combine. Auf meinem letzten Album habe ich etwas verwirklicht, das ich schon immer machen wollte. A cappella-Versionen von bekannten R&B-Songs mit meinem avantgardistisch-elektronischen Musikstil kombinieren. R&B a cappella vocals to avantgarde electronica.
Ich habe mir dazu ein paar Videos von YouTube heruntergeladen, den Fans diese Stücke in ihren Schlafzimmern nachsingen. Ausschnitt aus Ranz Lavins Turbulent Sphere. Mein Name ist Hadas Peeri. Ich bin Komponistin und Musiklehrerin. Hadas wohnt nur 30 Gehminuten von Rans Tonstudio entfernt. In Jaffa, der ehemaligen Hafenstadt, in deren unmittelbarer Nachbarschaft Tel Aviv 1909 gegründet wurde. Heute zählt Jaffa etwa 30.000 jüdische und 15.000 arabisch-palästinensische Bewohner. Derbe Gentrifizierung schreitet hier zügig voran. Ich finde, dass bei aller Arbeit in Electronic die große Schwierigkeit ist eigentlich, dass man alles machen kann mit Electronic. Und so, was wirklich schwierig ist, ist zu finden, ist die Begrenzungen zu stellen und zu entscheiden, was man nicht macht. Weil ansonsten, das wird sehr schnell eine Reihe von Effekten geworden. Hadas Peeri hat Elektroakustik an Hochschulen in Paris und Berlin studiert. Heute entwickelt sie elektronische Schnittstellen zur Klangerzeugung bei Tanz- und Theaterstücken. An den Universitäten in Tel Aviv und Haifa unterrichtet sie Musikwissenschaft und Komposition. Glaubt sie, dass experimentelle elektronische Musik heute noch geografische Klangspezifika besitzt? Oder hat sich inzwischen eine globale Klangsprache durchgesetzt? Frankreich gibt es immer noch eine Idee von sehr höflich Klang, von sehr schöner Klang, sogar mit Elektronik. Sehr schöne Programme, die oft nicht so einfach irgendwo anders zu spielen sind. In Deutschland, ich höre Sachen, die wirklich sehr experimental sind. Das heißt, sie können wirklich super sein und sie können wirklich schrecklich sein, aber die Experimentierung selbst ist sehr wichtig. Für mich ist es ein bisschen lustig, davon jetzt hier in Israel zu reden, wo diese Art von akademischer oder Konzertelektronik nicht so entwickelt ist. Es gibt nicht eine Ästhetik von diesem Ort, ich finde, in Elektronik, weil es neu ist. Und es ist sehr spannend, deswegen hier zu sein. Für das zeitgenössische Konzerthaus Hateifa kuratiert Hadas seit 2016 eine Konzertreihe mit dem Titel »This is what happens when you play with electricity«. Das passiert, wenn du mit Strom spielst. Sie möchte sich am Aufbau eines neuen Publikums für experimentelle elektroakustische Musik in Israel beteiligen und junge Talente und Komponistinnen fördern. Also Hateifa, wo ich viel arbeite, da habe ich eine Konzertreihe, die ich leite, wo ich versuche genau das zu tun, nicht konventionelle Elektronik zu bringen, sodass Leute sehen können, was überall in der Welt passiert. Aber außerhalb Hateifa, es gibt nicht so viele Orte, mit denen man das wirklich machen kann. Ja, auf jeden Fall ist alles eher klein, aber es gibt auch sehr interessante Sachen in Clubs oder Leute, die Popularmusik machen. Und diese Szenen sind nicht so weit voneinander. W-
When you see where interesting moments of electroacoustic music happens in Israel, they mostly happen in contexts that transcend beyond the mere definition of it's about electroacoustic music. Die interessantesten Momente elektroakustischer Musik aus Israel finden in offeneren Szenen statt. Dort, wo Klangarbeiten nicht nur in einer Methodologie, einer Praxis oder in einem spezifischen Ansatz verwurzelt sind. Thinking about sound not necessarily rooted in one methodology, one practice, one approach. Eran Sachs ist ein Klangkünstler, der überwiegend mit einem No-Input-Mixer arbeitet. Es ist eine Praxis der Klangerzeugung, die auf dem Verstärken von Rückkopplungssignalen des Audiomixers selbst basiert. Er spielt in unterschiedlichen Formationen, die mit Stilelementen von Noise, Metal, Industrial und experimenteller Elektronik arbeiten. I can give an example of a great electronic musician living here who finished the Sonology in Den Haag in Holland. Ich kann dir ein Beispiel eines großartigen elektronischen Musikers nennen, der Sonologie in Den Haag studiert hat. Er arbeitet auf Grundlage der Spektralanalyse, studiert künstliche Intelligenz und Neurowissenschaften, setzt sich gleichzeitig als Ethnomusikologe mit Folklore-Traditionen auseinander und ist einer der begehrtesten Produzenten für israelische Popmusik. And at the same time one of the most sought after pop producers in the country. His name is Asaf Talmudi. Sein Name ist Asaf Talmudi. Auszug aus Asaf Talmudis freier Improvisation für Halas AM. Ich bin immer überrascht, wie die Studenten jedes Jahr jeder etwas ganz anderes. Also es gibt so viele Arten von Ästhetik als Menge von Studenten. Sowohl Hadass Peiri als auch Tomer Adamski haben bereits vor Vollendung ihres 30. Lebensjahres damit begonnen, an israelischen Musikhochschulen zu unterrichten. Die Arbeit mit ihren Studentinnen bereichert ihre eigene künstlerische Praxis und sichert ihren Lebensunterhalt. Denn von Klangkunst alleine kann niemand in Israel leben. I always had this connection with the teenage energy and I always want to discover the new teenagers that are really creative and really into what we do. Mich spricht diese Teenager-Energie sehr an. Ich freue mich immer, neue kreative Studenten zu entdecken. Ich liebe sie. Sie kommen zu uns auf die Schule und wir bringen ihnen bei, mit Klang zu arbeiten. Und dann fangen sie an, künstlerisch zu arbeiten und werden selbst Teil der Community. They become artists themselves and they become amazingly creative. Eran unterrichtet im Fachbereich experimentelle Musik und Klangkunst an der Musrara Hochschule, seit diese vor 15 Jahren gegründet wurde. Künstlerisch fühlt er sich sowohl mit Jerusalem als auch mit Tel Aviv verbunden. There is a generation that is totally capable of expressing itself. Es gibt hier eine Generation junger Menschen,
die sich künstlerisch sehr differenziert auszudrücken weiß. Manchmal ist es eben wichtig, eine Party steigen zu lassen, auf der nicht nur elektronische Clubmusik im Viervierteltakt zu hören ist, sondern wo auch unkonventionelle, chaotische Rhythmen gespielt werden. Es ist ja nicht so, dass Komposition in Clubs keine Rolle spielt. Fragment aus Mute von Eran Sachs. Der Unterschied zwischen dem deutschen bzw. europäischen Modell der elektroakustischen Komposition und dem, was hier passiert, hängt mit ihren unterschiedlichen Entstehungsgeschichten zusammen. Moderne, post-Schönbergsche Kompositionen, aus denen viele der älteren elektronischen Musiktraditionen entstanden sind, sind in Israel erst gar nicht angekommen. Man könnte auch sagen, wir hatten hier keinen Boulez und keinen Stockhausen. Das Klangkollektiv rund um den Jerusalemer Strauss-Club fühlt sich der Generation von Soundkünstlern, die vor ihnen in Jerusalem gewirkt hat, sehr verpflichtet. Orte wie das Rosa und das Uganda, an denen zu Beginn des Millenniums Konzerte stattfanden, Platten verkauft, Essen zubereitet wurde und die wichtige Treffpunkte der Jerusalemer Szene waren. Lokale und Läden, die irgendwann der Gentrifizierung weichen mussten. Each of us, when arrived in Jerusalem, found the inspirations in the people who used to be there at the time doing. Die meisten von uns sind sich der Geschichte sehr bewusst. Wir alle sind vom Schaffen unserer Vorgängergeneration stark inspiriert. Wir stehen in Kontakt mit vielen dieser Künstler. Viele von ihnen sind immer noch aktiv und werden regelmäßig von uns eingeladen, im Studio Strauss zu spielen. And now it's kind of like our turn to pay our debts to them. Denn nun sind wir an der Reihe und können uns bei ihnen revanchieren und sie dabei unterstützen, weiterhin aktiv zu bleiben. Because we love what they do. Die experimentelle Musikszene Israels war in der ersten Dekade des neuen Millenniums höchst produktiv. Neben dem Rosa Club und dem Uganda veröffentlichen Musiklabels wie Mikla Taklitim, Fact Records und Akduk eine Unmenge an Tonträgern mit einer enormen Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen. Es gab einen illegal operierenden Radiosender, der eine Jerusalemer Polizeiantenne anzapfte, Konzerte und viele Partys. Viele, die sich heute an diese Zeit erinnern, sprechen von einer Aufbruchstimmung und dem Gefühl, dass damals etwas wirklich Neues, Interessantes und Einzigartiges in der Stadt passierte. There's Muhammad Chita, which is a duo by Sahi Piro.
Es gibt zum Beispiel Muhammad Cheetah, ein Duo, das aus Sahi Piro und Uri Kristall besteht. Uri war einer der Gründer von Uganda. Das war ein wichtiger Ort für uns alle. Und auch Osnat. Sie hat das Rosa betrieben und tritt immer noch auf und veröffentlicht immer noch Musik. Pole Rosa came out in 2002 on Shoshana Records. Die CD Pole Rosa erschien 2002 auf Shoshana Records. Das Musiklabel war eng mit einer winzigen Bar namens Rosa verbunden, die im Machane Yehuda Viertel in Jerusalem Anfang der Nullerjahre existiert hat. Dies war ein sehr spezifischer Ort in Jerusalem, der sich fast vollständig der Realität der Stadt entzog. Aber es war auch ein Ort, der musikalische Experimentatoren willkommen hieß. Pole Rosa was actually it translates as the workers or the proletariat of the Rosa. Pole Rosa bedeutet übersetzt die Arbeiter, das Proletariat des Rosa. Und dies waren eben die zwei Leute, die dort arbeiteten. Osnat, die Besitzerin und DJing, die DJing als eine Kunstform betrachtete. Und Shahar Cohen, der Filmregisseur und Rosa Barmann, der auf diesen Aufnahmen hier die Flöte spielt. Sie dokumentieren eine für Rosa sehr charakteristische Musikimprovisation. Is a concerted project by the Israeli state to make life intolerable for the Palestinians remaining in the Jordan Valley for the purposes of de facto annexation of this land and its resources. Klangkünstlerin und Performerin Meira Asher ist bereits seit den frühen 90er Jahren musikalisch aktiv. Ihre sozialdokumentarischen Kompositionen mit dem kompromisslosen Klang fordern gerade ihre israelischen Zuhörer auf eine besondere Art heraus. I studied Afro-Cuban drumming and
Ich habe afrokubanische Trommelkunst und klassische Perkussion studiert. Zuerst in Jerusalem und dann in Kalifornien. I had a boyfriend. He had a drum set and a tabla. And that's how I met the tabla drums. I got completely hypnotized by these drums. It was just unbelievable. The technique, everything, the sound. Durch meinen damaligen Freund bin ich mit der indischen Tabla-Trommel in Berührung gekommen und wurde von ihrem Klang komplett hypnotisiert. Auf ihrem ersten Album Dissected von 1997 verarbeitet Meira ihre musikalischen Einflüsse aus Afrika und Asien. They were very much hoping for some kind of a world music diva. Ihr damaliges Label Cramped Discs glaubte, aus Meira eine World Music Performerin machen zu können. That was the second album. When we finished to work on it. Mein zweites Album machte diese Erwartungen zunichte. Wir erhielten recht heftige Reaktionen darauf, denn ich drückte damit klar und unmissverständlich aus, worum es mir geht. Für das Label war das ein Schock. Für mich aber war diese musikalische Entwicklung sehr authentisch. Another religious boy again does another act of a saint. Bus, bike, boat, or by feet, Shahid drives a holy dead beat. Spears into Hooks, so der Titel Meiras zweiten Albums, erschien 1999, ein Jahr vor dem Ausbruch der zweiten Intifada. Die Klangkünstlerin thematisiert die israelische Besatzung Palästinas und den Holocaust, während ihr Musikstil und ihre Klangpalette sich drastisch ändern. Ihre Message? Es darf nicht sein, dass jüdische Israelis den Holocaust dazu benutzen, um ihren Umgang mit den Palästinensern zu rechtfertigen. Im gleichen Jahr verlässt Meira Israel. Gleichzeitig wird Spears into Hooks vom Groningen Grand Theater in Holland als Bühnenstück adaptiert. In den Berliner Sophiensälen entwickelt Meira ihre Bühnenshow unter Verwendung von Elementen aus der Performancekunst. Wir sind auf dem Weg zu Meiras Haus. Eine dreiviertelstündige Autofahrt von Haifa entfernt, lebt sie mit ihren drei Kindern in einer winzigen Ortschaft auf dem Gipfel eines Hügels. Hier befindet sich auch ihr Tonstudio. Shalom. Meira hält plötzlich neben einem älteren, am Straßenrand wartenden Palästinenser an, der auf eine Fahrgelegenheit gewartet hat. Every village in this country, from bottom to top, has a gate. Jedes Dorf in diesem Land, das auf einen Gipfel errichtet wurde, hat ein abschließbares Einfahrtstor. There is a gate, but it's broken. Aber das Tor zu meinem Dorf ist kaputt. Yeah, now you see the Sea of Galilee. Actually, from this point, you can walk anywhere in the Galilee by foot. Von hier aus kannst du jeden Ort in Galiläa zu Fuß erreichen. Da drüben kannst du den See Genezareth sehen. Und hier unter uns befindet sich Dir Hanna, eine ausschließlich von Palästinensern bewohnte Ortschaft. Seit ihrer Rückkehr nach Israel im Jahr 2011 widmet sich Meira überwiegend der Produktion radiophoner Klangkunst. What are we there for, if not to experiment? Wofür sind wir da, wenn nicht, um zu experimentieren? Für das UKW-Studentenradio Kolhaa Campus kuratierte sie die einstündige Sendung Radio Art 106 FM. Im August 2017 beendete der Sender seine Aktivitäten. Von nun an veröffentlicht Meira ihre hörspielartigen Arbeiten online unter radioart106.org. Announcement, announcement. Yeah, please listen to that few sentences carefully, because that's what's going on. In ihren Podcasts adressierte Meira ihre Zuhörer direkt. Aus diesem Grund sah sie sich schon häufiger mit der Kritik konfrontiert, dass ihre Podcasts eher journalistischen Dokumentationen gleichen. Meira hält jedoch am Klangkunstbegriff fest. Dass politische und soziale Inhalte in ihre Arbeiten einfließen, sei eben Teil ihrer Kunst, erklärt sie. When one carries a sickness of 70 years, namely colonialism, that's what one is immersed in. You can try to exile yourself 100 times, be an activist from within and from outside,
Wenn du seit 70 Jahren die Krankheit des Kolonialismus in dir trägst, dann kannst du 100-mal versuchen, dich ins Exil zu verbannen oder eine Aktivistin im Inneren und Außen zu sein. Sobald du als ein Bestandteil der kolonialen Maschine markiert wurdest, wird es zu deiner Pflicht, dich mit den von ihr verursachten Wunden immer wieder aufs Neue zu befassen. Und während du damit heranwächst, begreifst du, dass es sich um eine chronische Krankheit handelt, die von der einen auf die nächste Generation weitervererbt wird, solange die Besatzung andauert. Du kannst es ruhig pädagogisch nennen. Wahrscheinlich reicht die Bezeichnung informativ nicht aus. Es ist wichtig, dass sich die Leute weiterbilden. Denn in meinen Radioarbeiten geht es ja nicht um meine persönlichen Schlussfolgerungen, sondern um Fakten. Fakten von diesem Ort hier. Menschen zahlen hier mit ihrem Leben, also müssen wir rascher begreifen, was hier eigentlich vorgeht. Denn was hier vorgeht, ist eine ethnische Säuberung. Burning Boy in the Forest. Meira Ashas Stück Still Sleeping. Precisely the Jerusalem Forest. July 2014. The 16-year-old was abducted from outside his father's shop on Wednesday. His burned remains were found in a forest a few hours after he went missing. The sound between his mother. Ich bin auch sehr politisch aktiv. So vor ein paar Wochen war ich auf einem Festival in Ramallah, PMX, Palestinian Music Expo. Und es gab da ein paar Leute, die die Musik nur mit Rechner gemacht haben. Es ist eine Mischung aus Pop, orientalischem Folk, Rap und Indie-Rock, die beim diesjährigen Festival in Ramallah aufgeführt wurde. Bei Konzerten dieser Genres gehören Laptop-Computer heute selbstverständlich auch dazu. Also es war super schön für mich zu sehen, einfach diese Szene auch in Ramallah, dass es da so viele Leute kamen. Auch wenn in Städten wie Haifa die palästinensische Musikszene und eine liberale, weltoffene, queer-freundliche Kultur floriert, fällt es manchen Israelis nicht leicht, einen Zugang zu ihr zu finden. I guess that I wish that we did have connections.
Ich wünschte, wir hätten Kontakt zu Palästinensern. Aber ich weiß nicht, wie wir den Kontakt aufbauen können. Ich schätze, wir haben es uns einfach zu gemütlich in unserem Schneckenhaus gemacht. Hier können wir alles, was uns irritiert, einfach ausblenden. Also verkriechen wir uns eben und machen einfach gar nichts, wie alle anderen hier auch, die keine Aktivistinnen sind. Und dann stellen wir uns vor, wie schön es wäre, wenn wir mit palästinensischen Künstlern zusammenarbeiten könnten, aber tragen selbst dazu nichts bei. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann fühle ich mich schlecht dabei, weil ich nicht möchte, dass es so ist. Aber so sind die Dinge eben. Ich versuche, zahlreiche palästinensische Musiker zu kontaktieren. Ich erkläre, dass es sich um einen journalistischen Beitrag handelt, in dem ich mich dazu verpflichtet fühle, einander widersprechende Ansichten zu Wort kommen zu lassen. Schließlich leben innerhalb der Grenzen Israels über 20%, also fast 2 Millionen, sich als Palästinenser identifizierende Staatsbürger. In israelischen Statistiken werden sie jedoch als Araber geführt. Ich erkläre in meinen Anfragen, dass ich erfahren möchte, wie die palästinensische Sicht der Dinge ist, wie ihre Arbeitsbedingungen als Künstler sind. Die meisten meiner Anfragen bleiben unbeantwortet. Die, die mir antworten, erklären schriftlich, dass sie sich nicht an einer Sendung beteiligen wollen, die Israel im Titel trägt. Hadas Peiri erklärt sich das folgendermaßen. Die Palästinenser, die innerhalb der 67-Grenze leben. Ich glaube, dass vor 10 oder 15 Jahren viele davon würden sagen, okay, wir sind Israelis, wir haben Israeli-Pass und so weiter. Aber heute gibt es so viel Rassismus und diese Leute sind als Bürger so fünfte Klasse behandelt. Sie sagen, okay, wir sind nicht als Israelis behandelt. Warum sollen wir uns Israelis nennen? Und oft sind Leute in Gaza oder Cisjordania und hier, sie kommen aus dieselben Familie. Die meisten israelischen Klangkünstler, die ich auf meiner Reise treffe, haben durchaus Verständnis für viele Positionen, die sich hinter der politischen Kampagne BDS verbergen. Die Abkürzung BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions. Zu Deutsch Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Einige unterstützen sie sogar offen. Die BDS-Kampagne will den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren und setzt sich in ihren Zielen weitgehend für eine Ein-Staaten-Lösung ein. Gerade unter Musikern hat die Kampagne viele Unterstützer. In Deutschland wird BDS überwiegend als antisemitisch bewertet. Die meisten israelischen Künstler, die ich treffe, reagieren entsetzt und beschämt auf das, was in diesen Tagen stattgefunden hat. Nationaler Jubel über die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, Freudentaumel über den Sieg einer israelischen Sängerin bei der Eurovision und gleichzeitig ein tiefes Schweigen über die Toten von Gaza. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine andere Tradition gibt, also in der arabischen Welt. Die haben eine Tradition, die auch wirklich groß und alt und sehr entwickelt ist, aber ganz andere Art von Denken. Und ich glaube, dass die Art von elektronischer, akademischer Musik, das wir machen, das kommt aus westlicher Tradition. Und man kann nicht erwarten, dass das wird auch in anderen Orten sein. Ich muss selbst arabische Musik besser kennen. Also ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ich will wirklich das besser lernen. Und ich habe ein bisschen angefangen, aber es ist schwieriger, regelmäßig zu tun. Bei meiner Recherche bin ich auf die Arbeiten des in Jaffa geborenen, aber inzwischen in Berlin lebenden Dira Kalash gestoßen. Kalashs Arbeiten weisen eine sehr breite musikalische und klangliche Palette auf. Seine Stücke basieren auf festen Kompositionen und freien Improvisationen. Ich
Ich habe eine sehr bewusste Entscheidung getroffen. In den Jahren 2017 und 2018 werde ich mich nur dem Thema des Konfliktes widmen. Du weißt ja, 2017 waren es 69 und jetzt ist es 70 Jahre her. Und so produziere ich mehr und mehr davon. Wie besessen, denn das ist meine Lebensrealität. Solange ich hier lebe, muss ich etwas gegen diese Situation unternehmen. Wenn nicht, dann kann ich mich genauso gut von hier verpissen und woanders hinziehen. Du kannst einfach nicht hier leben und es ignorieren. Der Frieden steht bereits vor der Tür. Ich sage es dir, die Kolonisatoren werden sich schon bald selbst abschaffen. Während Meira diese Worte ausspricht und ich in ihr Gesicht schaue, fällt es mir sehr schwer einzuschätzen, ob sie an ihre Worte wirklich glaubt oder ob sie der Ausdruck ihrer Ohnmacht über die Realität im heutigen Israel sind. So, als ob sie daran glauben würde, dass das laute Aussprechen ihres Glaubens an eine Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern die düsteren Zukunftsperspektiven abwenden könne. On the Middle East issue, I find it very, very sad. So I was interested in to let people get involved into experimental music. Ich probiere hier Menschen mit experimenteller Musik in Berührung zu bringen, weil ich hoffe, dass, wenn sie etwas komplett Neues in ihrem Leben erfahren, sie dann bereit für einen Sinneswandel sind. Aber es ist nur eine humanistische Hoffnung. Open. This is a humanistic hope. Give them something that is different. Das zunehmend religiöse Klima in Jerusalem treibt immer mehr weltlich eingestellte Israelis nach Tel Aviv, wo wiederum die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen und ein Überleben gerade für Künstler immer schwieriger wird. Nicht in Nationalstolz und einer religiösen Identität verhafteten Israelis fällt es immer schwerer, einen Platz in Israel zu finden. Und während der Landraub in den palästinensischen Gebieten Tag für Tag voranschreitet, möchte sich der Rest der israelischen Gesellschaft am liebsten nur noch mit sich selbst befassen. Das sich seit Jahrzehnten immer weiter radikalisierende politische Klima wird derweil noch mehr liberale Freidenker, säkulare Künstler und linke Aktivisten in europäische Städte wie Berlin und Den Haag treiben. Vielen eher unpolitischen Künstlern aus Israel fällt es wiederum immer schwerer, Anschluss an so manche europäische Szenen zu finden, weil sie vielerorts nicht willkommen sind. Eine Entwicklung, die mit dem immer beharrlicher werdenden Druck seitens des BDS einhergeht. The country is a horrible place to live for any kind of person who is not rich. Israel ist ein schrecklicher Ort zum Leben, jedenfalls für alle, die nicht reich sind. It's really a sense of really disagreeing with everything that happens in the bigger scale. Du lebst hier mit dem Gefühl, mit allem, was hier passiert, nicht einverstanden zu sein. Like hating whatever is happening in your country. Alles zu hassen, was in deinem Land passiert, das schafft eine harte Alltagsrealität. Ich lebe hier, weil ich keinen anderen Pass habe, aber ich würde Israel gerne verlassen. We can't change this thing, so we might as well get the fuck out of there. Wenn wir hier nichts ändern können, dann können wir uns genauso gut davon machen. Aber erstmal bleibt dieser Gedanke ein privilegierter Eskapismus für uns. I'd love to leave Israel, actually. I'd love to leave, to find another place. The Middle East issue, I find it very, very sad. The Jewish people voted in for a right-wing government. This is our country. This is the brightest country on earth. And it's being polluted. It's being polluted because they bring their ways, but they don't want our ways. Israel, 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 Thank you.
Sebastian Meissner, Szene Israel. Eine Reportage über die israelische Szene elektronischer Musik. Sie hören wieder 3 Open, Studio elektronische Musik. Für den zweiten Teil der Sendung hat Sebastian Meissner einen der Akteure, Iran Sachs, zu einem Point of View bewegt, zu einer persönlich gefärbten Auswahl an bedeutenden Stücken elektroakustischer Musik. Zunächst jedoch stellt Meissner noch T. Avni und Veronica Wolf-Cohen vor. Zvi Avni wurde 1927 in Saarbrücken geboren. 1935 emigrierte seine Familie nach Haifa, in das damals von Briten verwaltete Palästina. Er studierte Musiktheorie und Komposition und graduierte 1958 schließlich an der Tel Aviv Music Academy. Seit 1971 unterrichtete er an der Rubin Academy of Music in Jerusalem, wo er das Electronic Music Studio gründete. Geräusche der New Yorker U-Bahn gaben ihm die Ursprungsidee für seine Komposition Vocalize, die Avni zurückblickend als eine Sonate bezeichnet. Das erste Thema bildet die Stimme seiner Frau Pnina Avni, das zweite Thema die Klänge der Synthesizer. Im Titel Bat David, die Tochter Davids, stellt die Komponistin Veronica Wolf-Cohen ihre und König Davids Verbundenheit mit der Negev-Wüste und der Hügelregion Judäas her.
1944 in Budapest geboren, emigriert Wolf Cohens Familie während des ungarischen Volksaufstands 1956 in die USA. 1980, während eines Forschungssemesters an der Jerusalem Academy of Music and Dance, entschließt sie, sich mit ihrer Familie in Israel niederzulassen. An der gleichen Hochschule arbeitet sie jahrelang als Musikpädagogin und hilft bei der Gründung einer Abteilung für traditionelle arabische Musik. Ihre Komposition Bat David ist 1981 auf Smithsonian Folkways erschienen. Eran Sachs arbeitet als Komponist, Improvisator, Klangkünstler und Kurator in Jerusalem und Jaffa. Er hat eine klassische Musikausbildung abgeschlossen, wandte sich jedoch bald abstrakten Musikarten wie Noise, Metal und anderen zeitgenössischen Musikarten zu. Heute ist Eran Sachs Teil des Hyperion Ensembles, das unter der Leitung des rumänischen Spektralkomponisten Iancu Dumitrescu auftritt. Er spielt in den Noise-Bands Cadaver Eyes, Special Olympics und Literspich. Seit den 90er Jahren bis heute begleitet er die israelische experimentelle Musikszene intensiv
und unterrichtet experimentelle Musik und Klangkunst an der Musrara Kunsthochschule. So the thing about Tapet's album, Tapet Sounds, is that it represents the coming of age of the Jerusalem electronic music scene. Tapet's Album, Tapet Sounds, verkörpert den Prozess des Erwachsenwerdens der Musikszene in Jerusalem. It was the major release, at least in terms of electronic music. Das Album erschien 2002 und war eins der wichtigsten Veröffentlichungen auf Fakt Records, einem der wichtigsten elektronischen Musiklabels Israels. Ein Jahr später stellte Fakt seine Aktivitäten ein.
There's a subgroup within the Israeli electronic music community of artists who came back from studies in Hague in Holland. Es gibt eine Untergruppe innerhalb der elektronischen Musik-Community in Israel. Künstler, die am Institute of Sonology in Den Haag studiert haben und die schließlich nach Israel zurückgekommen sind. Einige von ihnen haben den kürzeren Sonologiekurs absolviert, einige den Masterabschluss. For example, Yaniv Schoenfeld and Amir Boltzmann. Yaniv Schoenfeld, Amir Boltzmann und Asaf Talmudi sind einige Künstler, die ich zu dieser Gruppe zählen würde. Interessant zu beobachten ist, wie jeder von ihnen mit eigenen Nuancen digitaler Klangverfahren arbeitet. Yaniv Schoenfeld zum Beispiel konzentriert sich auf den Klang von digitalen Fehlern und Störungen. Amir Boltzmann beschäftigt sich wiederum überwiegend mit Rückkopplungsschleifen. Seine Diplomarbeit beschäftigte sich mit diesen Phänomenen. Amir Boltzmann, Shushu 2, for two amplified string instruments, accordion and computer. Eigenveröffentlichung 2016. Thank you.
Hadass Pe'eri ist eine Komponistin, die in Jaffa lebt. Ich finde ihre Arbeiten deshalb so interessant, weil sie sich sehr aktiv mit aktueller elektroakustischer Forschung beschäftigt und diese in ihre Kompositionen einfließen lässt. Hadass Pe'eri und Martin Lorenz. Five Perspectives on a Theme That Is Yet to Be Composed. 2015, Eigenveröffentlichung.
Niv Gafni ist ein Student und Komponist an der Musikfakultät der Musrara Kunsthochschule in Jerusalem. Er hat fast sein gesamtes Leben in ländlichen Gegenden Israels verbracht, überwiegend in freier Natur. Er bemüht sich, diese Erfahrung in seine Arbeit einfließen zu lassen. Es sind seine Vorstellungen von der Einheit der Natur und Einheit der Wirklichkeit, die er durch akustische Wiederbelebung von Objekten in seine Arbeiten umsetzt. Niv Gafni, Triptych. Eigenveröffentlichung 2016. The thing about Yoni Silva is that he has music in him, embedded so deeply in him. Yoni Silva ist mit Musik zutiefst verbunden. Acoustically play the clarinet and make it sound like electronic instrument. Er hat dieses fast vollkommene Verständnis von Musik und wir können es in den Nuancen seines Spiels hören. Er kann eine Klarinette so erklingen lassen, als ob sie ein elektronisches Musikinstrument wäre. Er hat Orchestrierungen für das israelische Philharmonieorchester übernommen. Yoni Silva, Teeth So Big. Freie Improvisation für den Radiosender Halas AM.
2016. Shai Nassi ist in gewisser Weise ein Pionier in Israel. Innerhalb der aktuellen Welle mit modularen Synthesizern arbeitender Künstler war er einer der ersten, die dieses Medium künstlerisch wirklich ernst nahm. Er arbeitet sehr engagiert an der Entwicklung einer eigenen Klangsprache. Wo andere mit modularen Synthesizern arbeitende Künstler oft dazu neigen, zu viele Knöpfe zu schnell zu bedienen, zeigt Shai viel Geduld in seiner Arbeitsweise. Mise en scène alias Shai Nassi, Primary Fields 6, Chronica 2016.
Dirar Kalash ist ein palästinensischer Künstler, der zumindest Teile seines Lebens in Israel verbracht hatte. Er ist ein erstaunlich strenges Individuum und strenger Künstler. Sehr fokussiert und sehr politisch bewusst. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass er nicht nur radikal im Kontext seiner Musik ist, sondern auch in seinem Lebensstil, aber auch radikal im Kontext der palästinensischen Kultur. Dirar Kalash, Holding On to the Will, Albayan 2017. Wackelkontakt sind Teil eines Kollektivs, das in dem Studio Strauss arbeitet, einer säkularen Enklave inmitten Meir Sharims, des ultraorthodoxen Viertels Jerusalems. In ihren Arbeiten trifft ihr Interesse an Noise Music und Rückkopplungsschleifen auf ihre Neugier an der Hip-Hop-Kultur. Curiosity regarding Hip-Hop Culture. Cool.
Wackelkontakt, Schrot Kium, 2018, Eigenveröffentlichung. Holding in my hand press release which I just got today of the Hebrew translation of To Do Away with the Judgment of God. Ich halte gerade die Vinyl-Testpressung Meira Aschers Adaption von Schluss mit dem Gottesgericht, eines Hörspiels des Dramatikers und Dichters Antonin Artaud, in der Hand. Together with Amir Boltzmann and Haggai Ferschtman. Zusammen mit Amir Boltzmann und Haggai Ferschtmann hatte ich die Ehre, daran mitzuwirken. Meira hat 5 Jahre daran gearbeitet und die Veröffentlichung fasst ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Krankheit und Schmerz als Zustand, als integralen Bestandteil der menschlichen Existenz zusammen. Diese Ideen verbindet sie irgendwie mit der Erfahrung des Kolonialismus. Das ist ihr Opus Magnum. Es ist so etwas wie ein neues Hörspiel auf Hebräisch, eine Form, die es so bisher nicht gab. Has never been done before. Weirdly enough, with support
from the Israeli Lottery. Seltsamerweise wurde diese Produktion durch die sonst eher konservative Kunststiftung der israelischen Klassenlotterie gefördert. במקום שיש ריח של צואה, יש ריח של ישות. אדם יכול היה באותה מידה לא לחרבן. לא לפתוח את הכיס האנלי. אך הוא בחר לחרבן. Der Dramatiker und Dichter Antonin Artaud war der Begründer des Theaters der Grausamkeit. Der von Schizophrenie betroffene Theateravantgardist produzierte das Hörspiel für den französischen öffentlich-rechtlichen Sender Radiodiffusion Française. Am 2. Februar 1948, den Tag der Uraufführung, wurde das Stück zurückgezogen. Vermutlich wegen seiner verstörenden akustischen Form und teils wegen Artauds antireligiöser Referenzen und teils wegen seiner obszönen Sprache. Nee. כדי לא לעשות קקה. היה צריך להסכים לא להיות. לא יכול היה להחליט לאבד את ההוויה. כלומר, למות חי. It was a very confrontational for them. Das Stück war einfach zu kontrovers für seine Zeit. Auch weil Artaud gerne Kommentare über die Amerikaner, über Kriege, Kriegstreiber und über Gott von sich gab. Er hatte ständig Probleme mit Gott. Dies ist sein letztes Radiohörspiel. Er verstarb 3 Monate später. This is his last radio play. He passed away, I think, 3 months afterwards. יש בהוויה משהו מפתה במיוחד לאדם. והמשהו הזה? הוא לא אחר מאשר כדי להתקיים. Unser Studio Elektronische Musik auf WDR 3 ging heute zu Ende mit einem Point of View von Aaron Sachs, der seine Favoriten elektroakustischer Musik vorstellte. Eingefangen und montiert von Sebastian Meissner. Zuvor durchstreifte Meissner die gegenwärtige Szene elektronischer Musik in Israel. Es sprachen Dominik Freiberger, Richard Hucke und Irena Scholz. Text und Montage Sebastian Meissner. Redaktion Frank Hilberg. Wir wünschen noch weiterhin anregende Unterhaltung mit WDR 3. צריך להיות מישהו. כדי להיות מישהו, צריך שתהיה לך עצם. לא לפחד להראות את העצם. ובדרך לאבד את הבשר. יותר מאשר את אדמת העצמות, מפני שהיו רק אדמה ויער של עצמות
והוא צריך היה להרוויח את בשרו. לא היו אלא ברזל ואש, ולא חר. והאדם פחד לאבד את החרה, וליתר דיוק הוא רצה את החרה. ולשם כך הקריב את הדם. כדי שיהיה לו חרה, כלומר בשר, במקום שהיה רק דם, ומגרש גרוטאות של עצמות, ובמקום